Ich bin Anna Frost und Mode ist nicht nur meine Leidenschaft und mein Hobby, sondern auch mein Beruf. An Mode finde ich unheimlich spannend, dass sie so vielseitig ist. Heute kann ich das liebe Mädchen sein und morgen bin ich der wilde Punk. Auf fashionpuppe.com, das ist mein Blog, schreibe ich so oft es geht über Mode, Lifestyle, Beauty und alle Themen, die mich bewegen. Hallo und herzlich willkommen zum Fashion Friday im Billstedt Center. Ich bin Anna Frost und ich freue mich total, wieder euer Host zu sein. Unser heutiges Fashion-Thema: Casual und kuschelig durch den Frühherbst. Ich habe auf jeden Fall Jasmin dafür. Hallo Jasmin. Für den frühherbstlichen Look schicken wir Jasmin jetzt zu unseren Experten, zu Douglas. Denn ich möchte auf jeden Fall, dass das Make-up zu deinem Typ passt. Und gerade jetzt im Frühherbst ist er noch so ein bisschen von der Restbräune vom Sommer ist weg. Ja. Das heißt, also, wir brauchen richtig schön viel Farbe in deinem Gesicht. Mhm. Und ach, ich stelle mir da so was ganz Tolles vor, um deine Augen richtig schön in den Herbstfarben. Und das lassen wir dir jetzt schminken. Ich freue mich. Hier brauche ich jetzt also ein richtig tolles Herbst-Make-up, ein bisschen mit mehr Braun vielleicht. Hast du da was Tolles da? Das ist eine gute Idee, da fällt mir diese Palette ein. Da haben wir drei Herbstfarben. Die Farben gefallen mir richtig gut, damit machst du hier mal richtig ein richtig schönes, tolles Augen-Make-up. Gerne. Im Blog fashionpuppe.com habe ich schon häufiger von dem Problem gehört, dass Jeans sich verwaschen oder auch hier so schöne Used-Look-Abscheuerungen einfach irgendwie auseinanderfleddern, weil die Jeans so häufig gewaschen sind. Lasst euch sagen, ihr braucht eure Jeans gar nicht so oft waschen, denn meistens schmeißt ihr sie ja schon in die Wäsche, weil sie ein bisschen müffeln nach einer Party. Das braucht ihr alles gar nicht. Packt die Jeans in eine Plastiktüte, macht die Plastiktüte zu und steckt diese dann ins Tiefkühlfach über Nacht. Am nächsten Morgen holt ihr sie raus und die Jeans riecht wie neu. So, für deinen cozy Frühherbst-Look habe ich mir diese wunderschöne Oversize-Strickjacke ausgesucht. Darunter gibt es ein Jeanshemd. Mhm. Und wenn wir obenrum oversize und ein bisschen weiter sind, bedeutet das automatisch, dass wir untenrum ein kleines bisschen enger und sexier gehen. Weil wir wollen ein bisschen auf die Silhouette achten und natürlich auch auf deine schöne Figur. Und passend dazu kriegst du natürlich richtig schön herbstliche Boots. Sehr schön, gefällt mir. Damit verschwindest du jetzt mal in der Umkleidekabine und ich suche dir noch ein paar Accessoires zusammen. Gerne. Jasmin, wie weit bist du? Gerade fertig. Dann raus mit dir. Hey, nicht schlecht. Fühlst du dich gut? Auf jeden Fall, ich fühle mich pudelwohl. Ich habe hier noch ein paar Accessoires für dich. Und zwar einen schönen Cocktailring, den wir bitte anstecken. Und noch eine hübsche goldene Uhr. Ist süß. Ich habe mir gedacht, für den goldenen Herbst gibt es goldene Accessoires. Schön. Und für euch zu Hause ist ganz wichtig, oberste Regel bei Accessoires, entweder oder. Wir haben jetzt hier den Fokus auf große Ohrringe gelegt und dementsprechend auf eine große Kette verzichtet. Ihr könnt natürlich auch einfach kleine Ohrringe anstecken und dann also eine richtig große Statement-Kette nehmen. Accessoire-Trendfarbe für den Herbst natürlich wie immer Gold. Gold, 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 Gold. Und am besten auch alles schön matchy-matchy. Ihr habt hier den schönen Cocktailring, passend zur Uhr, passend zu den Ohrringen. Wir haben hier oben ein bisschen mehr Volumen, wir haben alles ein bisschen oversized gewählt, gehen aber schmal runter und haben hier eine wunderschöne Silhouette dann gezaubert. Sie hat eine enge Leggings an und auch ganz schöne schmale Stiefel, die einen wunderschönen Fuß zaubern. Du siehst wirklich sehr, sehr gut aus. Ich danke dir. Ich bin total überrascht. Das sind Farben, die ich so für mich niemals gewählt hätte. Aber ich muss zugeben, dass ich mich sehr wohl fühle und ja, man kann dieser Dame Anna Frost einfach vertrauen. Das war's auch schon für heute. Jasmin und ihr Outfit stehen, sehen super aus. Und euch wünsche ich einen ganz kuscheligen Herbstanfang. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.